Hallo und herzlich willkommen zu meinem vierten Adventsspezial im Jahr 2020. Heute dreht es sich um meine Top 6 der Füllhalter, die mich im Jahr 2020 positiv überrascht haben. Auf Platz 6 haben wir hier den Kaweco Lilliput. Der Kaweco Lilliput ist, wie der Name schon sagt, sehr, sehr klein. Wenn wir dagegen ein Twispy Eco nehmen, dann sieht man schon den Größenunterschied. Er ist wirklich sehr, sehr kurz und sehr, sehr schmal. Aber dieser Füllhalter kann halt auch nur eine Tintenpatrone aufnehmen. Aber man kann den sich sehr gut in die Tasche stecken, also in die Hosentasche. Ähnlich wie ein Kaweco Sport, nur halt noch kleiner und kompakter. Und der Clou hier dran ist, dass man die Kappe hinten aufschrauben kann. Und dann liegt der Füllfederhalter sehr, sehr gut in der Hand. Also er hat eine gute Größe. Und deswegen, weil ich auch gerne mit dem schreibe, ist es mein Platz 6. Wir haben hier eine M-Feder. Als Tinte habe ich hier drinne auch von Kaweco. Kaweco Summer Purple. Ein Review hierzu habe ich schon angefangen. Das werde ich jetzt bald mal fertigstellen. Da vergleiche ich zum Beispiel hier den Aluminium mit dem Edelstahl Lilliput. Werde ich bald veröffentlichen. Und falls ihr Interesse habt, wartet noch, guckt euch das Video an. Dann könnt ihr zumindest für euch entscheiden, ob ihr hier den Aluminium kauft oder den Edelstahl. Auf Platz 5 ist der Jinhao 992. Von dem bin ich super positiv überrascht. Den habe ich hier in einem Füller-Bundle für 1 Euro gekriegt. Also jemand hat mir den jetzt hier für 1 Euro weiterverkauft. Der hat den nicht benutzt. Und ich möchte sagen, der ist top damit. Also hier drin habe ich zum Beispiel von Monteverdi Documente Black drin. Das habt ihr schon in dem Post-Crossing-Video gesehen. Hiermit schreibe ich meine ganzen Postkarten. Die Federn hier, das ist eine F-Feder, finde ich persönlich super fein. Er liegt gut in der Hand und die Feder gleitet hier richtig gut übers Papier. Das ist meine Nummer 5. Monteverdi Documente Black. Und ich habe eine F-Feder hier drin. Mein Platz 4 ist der Platinum Preppy. Also das ist ein ganz hervorragender Stift. Der Füller kostet 5 Euro. Den gibt es verschiedenen Strichstärken. Ich habe den auch jetzt in mehreren Versionen gekauft. Er schreibt out of the box mit der Feder richtig, richtig gut. Hier ist ein Mechanismus drin mit einer Feder drin, was jetzt hier, ich denke mal, das ist Silikon oder eine Hartplastik, hier drüber fest andrückt, sodass es abdichtet und der trocknet auch nicht aus. Also ich kann ihn jetzt hier echt einen Monat in der Ecke liegen lassen und der Füllhalter trocknet nicht aus. Die Schreibeigenschaften sind halt auch ganz gut. Er sieht halt jetzt vom Aussehen her auch aus wie 5 Euro. Aber er liegt gut in der Hand. Er ist für 5 Euro top verarbeitet. Es gibt den hier noch als Crystal-Version. Da ist jetzt hier der ganze Aufdruck von dem japanischen Füller nicht drauf, sondern steht dann nur Preppy drauf und das war's. Mache ich euch auch noch ein Review zu. Aber den habe ich jetzt auch schon vielen Freunden empfohlen. Kann man einfach mal so in die Tasche packen und mitnehmen. Schreibt halt richtig gut out of the box und ist mein Platz 4. Hier ist eine 0,3 mm, also eine F-Feder. Und hier habe ich dann, weil wenn man den Preppy kauft, sieht man jetzt hier, die Gehäusefarbe ist jetzt hier blau. Das heißt, es ist auch eine blaue Tinte enthalten. Also es gibt den zum Beispiel in Gelb und in Orange. Dann hat man halt gelbe Tinte dabei oder orangene Tinte. Der hier ist halt blau und ich würde mal sagen, dass Platinum blau ist.
Jetzt kommen wir zum Platz 3 und das ist der Schneider Easy. Hierzu muss ich sagen, das ist einfach mein Preis-Leistungssieger im Jahr 2020. Der kommt von der Firma Schneider. Die legen zum Beispiel Wert auf eine ökologische Herstellung. Da sind sie natürlich dann genau bei mir, also ist genau mein Geschmack, dass ein Produkt halt auch ökologisch erzeugt wird. Die achten auf ihre Umwelt und der ganze Spaß hat mit Patronen und noch einem Tintenkiller gekostet. Ich glaube knapp 4 oder 5 €. Richtig günstig. Natürlich, wenn man jetzt hier den Preppy nochmal dagegen legt, würde ich jetzt rein optisch sagen, würde mir der Preppy vielleicht doch etwas eher zu sagen, aber A ist der Preppy halt im Gesamtpaket, sage ich mal, teurer, was man jetzt halt bei 5 € teurer sagen kann. Also hier ist einfach, liegt mehr mit dabei. Aber hier dieser Füllfederhalter hat hier ein hervorragendes Griffstück. Also ich liebe dieses Griffstück und ich mag auch die Feder. Es ist keine Iridiumspitze, sondern hier ist zum Beispiel die Feder gefaltet. Und den Füllfederhalter habe ich hier schon vor ein paar Monaten gekauft und ich wollte schon immer ein Review hier zu machen. Das einzige Problem ist, ich habe es immer verpennt, weil den hatte ich halt immer auch in meiner Arbeitstasche mit drin und ich habe mit dem einfach ständig geschrieben. Ich habe jetzt hier schon 2 Patronen durchgelassen von Schneider und der liegt einfach bei mir jetzt so gut in der Hand. Ich möchte ihn eigentlich gar nicht mehr hergeben oder beziehungsweise aussortieren und in den Schrank wegräumen. Also für die paar Euro und dass dieser ökologisch hergestellt wurde, einfach top. Gefällt mir sehr, sehr gut. Optisch vielleicht jetzt nicht ganz der Hingucker. Also man sieht hier schon die Verarbeitung. Boah. Also man merkt jetzt schon, dass der aus mehreren Einzelteilen besteht und man sieht hier den Übergang von dem Kunststoff doch schon. Aber er liegt halt sehr gut in der Hand, also hier durch das Griffstück vor alledem. Und er schreibt einfach richtig gut. Und die Strichstärke ist jetzt hier auch, also es ist eine M-Feder, aber sie schreibt schon doch ein wenig breiter. Was ich gemerkt habe, ist bei Schneider Königsblau und Tintenpatronen ist das wohl öfters der Fall, dass die halt sehr gut fließt und dann ein etwas breiterer Strich herauskommt. Aber das ist mein Platz 3. Huch, Anschreibschwierigkeiten. Also ich habe jetzt eben nochmal eine neue Tintenpatrone eingesetzt. Deswegen muss er wohl erst noch Tinte ziehen. Das ist eine M-Feder. Und hier habe ich Schneider. Königsblau drin. Die Schneider Königsblau übrigens, wie in dem Schneider Ray schon gesagt, ist das eine Tinte, die ich jetzt meinen Kindern und mir selbst, wenn ich Königsblau haben möchte, immer wählen würde. Es ist nämlich Stiftung Warentestsieger. Also es sind hier in dem Königsblau keine Schadstoffe drin. Also wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich das sofort hier Schneider Königsblau verpassen. Vielleicht nicht so überraschend, der Schneider Ray ist mein Platz 2. Habe ich auch ein Review drüber veröffentlicht. Der hat ein ähnliches Griffstück hier wie der Schneider Easy. Also wahrscheinlich für dieselben Finger hergestellt. Der Schneider Ray liegt richtig gut in der Hand und mir gefällt er echt gut. Ja, ist mein Platz 2. Und hier als Tintenpatrone habe ich auch Schneider Schwarz drin. Ich bin nämlich gerade auf einem Schwarztrip. Das heißt, ich teste gerade
verschiedene schwarze Tintenpatronen durch und also für die Arbeit und werde darüber auch ein Review machen. Also bleibt einfach am Ball. Kommen wir jetzt zu meinem Platz 1. Das ist ein Diplomat Excellence A+ Wave. Und hier muss ich sagen, das ist definitiv mein Platz 1. Also ich habe ja schon vieles gute Sachen gehört von den Diplomatfedern. Das ist hier eine Stahlfeder und die schreibt sowas von gut. Also es ist ein Traum. Es ist hier eine M-Feder und zu dem Füllhalter werde ich auch noch ein Review machen und der ist angenehm schwer und gut austariert und er liegt einfach richtig gut in der Hand und wie gesagt, die Feder ist ein Träumchen. Als Tinte habe ich hier drinne Lamy Venetoid. Mit der Tinte, na gut, ich würde mal sagen, es ist ein blasses Blau-Grau, Blau-Schwarz, naja, irgend sowas dazwischen. Mit der Lamy lockt man jetzt niemanden mehr hervor. Es ist halt eine dokumentenfeste Tinte. Das heißt, wenn da jetzt Wasser drauf kommt, dann verschmiert es jetzt nicht so arg. Und deswegen habe ich hier drinnen, weil ich da Dokumente mit unterzeichnen musste und natürlich das Tintenfass leer werden muss. Die Lamy würde ich jetzt nicht nochmal kaufen, aber den Diplomat Excellence A+ Wave würde ich immer wieder kaufen, weil es ist ein echt schöner Stift. Den habe ich jetzt auch immer bei mir und ich denke mal, es wird mein Workhorse werden für 2021. Hier sehe ich gerade, Preppy wird mit Y geschrieben. So, auch noch korrigiert. So kann ich gut ins neue Jahr starten. Keine Fehler. Das war es auch schon wieder von dem Review. Habt eine schöne, besinnliche und frohe Weihnachtszeit, wenn auch dieses Jahr nur in einem kleinen Kreis. So, bis dahin verbleibe ich bis zum nächsten Review. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Vielen Dank auch für die Abonnenten, die ich bis jetzt hatte. Also, ich habe jetzt in dem knappen Dreivierteljahr, wo ich angefangen habe oder dabei bin, doch schon ein paar Abonnenten bekommen. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Ich habe mich riesig gefreut über eure Abonnentenzahl, also dass die da hochging. Also vielen Dank fürs Abo. Und ja, ich werde auf jeden Fall im nächsten Jahr weitermachen. Vielleicht zwischen den Jahren veröffentlichen noch mal ein weiteres Review. Muss ich mal gucken, ob ich das fertig kriege mit dem Schneiden. Ja. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich alle gesund und munter im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, macht's gut, alles Liebe, alles Gute, euer Phil Filler.